Dass die Eifel immer ein Besuch wert ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Aber jede Region der Eifel hat ihre Besonderheiten. So wie hier das Monschauer Land an der deutsch-belgischen Grenze mit wundervoller Natur, schroffen Felsen, der wilden Ruhr, geht es hier entlang durch das Naturschutzgebiet Oberes und Mittleres Ruhrtal. Frisch auf und herzlich willkommen aus dem Monschauer Land. Ich bin hier, wie der Name schon sagt, in und um Monschau unterwegs an der deutsch-belgischen Grenze. Ich laufe hier etwa 15 Kilometer. Zu späterer Zeit werden wir auf jeden Fall auch noch durch Monschau durchlaufen. Richtig schönes, ja, kleines Städtchen mit sehr viel Fachwerk. Gefällt mir sowieso sehr. Die Handschuhe sind an. Freunde, ich kann euch sagen, es ist kalt. Aber so soll es ja auch sein. Der Herbst naht oder der Herbst ist in vollen Zügen. Ich werde hier eine wundervolle, entspannte Wanderung machen. Parallel hier fließt die wilde Ruhr. Hier geht es auch einen schmalen Pfad hoch. Könnte aber auch ein Tierpfad sein. Ja, so wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video und los geht's. Das hier gerade ist für mich persönlich genau die richtige Kombination aus einem richtig tollen, auch fürs Auge erscheinenden Wanderweg. Das hier oben die Felsen, hier auf der Seite so einen kleinen rauschenden Bach oder wegen mir auch mal ein stiller Bach, vollkommen egal. Aber Wasser ist halt der Quell des Lebens. Ja, und dann nicht irgendwelche ausgebauten Wanderwege, sondern wirklich so, ja, normale Wege halt. Ne? Was ich lustig finde, ist die betonierte Treppe da. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass die vielleicht von Arbeitern von vor 100 Jahren oder ähnliches genutzt wurden, weil die auch hierher mussten. Aber es ist auch alles nur Vermutungen, also ich kann da nicht zu 100% sagen. Aber wir wechseln jetzt auf jeden Fall auf die andere Ruhrseite. Da gibt es nämlich eine Brücke. Ja, und im Prinzip auf dem Rückweg werde ich hier dann nochmal entlang kommen, den Weg nochmal zurückgehen. Aber ich habe die Route so geplant, dass wir möglichst wenig Wege doppelt laufen, einfach um möglichst viele Eindrücke zu haben. Ich meine, schaut euch diese Brücke an und schaut euch diesen Anblick an. Also, ich weiß gar nicht, was ich hier wieder alles filmen soll. Ne? Das macht so viel Spaß, hier jetzt in der Eifel zu sein, im Monschauer Land hier. Guckt euch das mal an. Das ist doch, also, mich beeindruckt das, vor allem, wenn man die Treppe jetzt hier hochkommt und man sieht so, wie sich das, ja, vor einem auftut und zeigt, was so angeboten wird, sag ich mal, an Natur und Landschaft. Da muss ich schon sagen, ich glaube, mit dieser Wanderung hier bin ich heute sehr, 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 sehr gut unterwegs und freue mich auf jeden Fall auch wieder mal in der Eifel zu sein. Ja, die Eifel, ich will es jetzt mal ein bisschen übertreiben, ist auch so ein bisschen meine Hut. Da kenne ich mich zwar nicht aus im Sinne von, ich weiß jede Ecke und weiß geheime Ecken und so weiter. Aber dennoch ist es immer wieder für mich das Gefühl, wenn ich in die Eifel zurückkomme, ist das wie ein Stück Wandern und nach Hause kommen. Ja, nicht umsonst hat hier auch das Wandern angefangen. Also schöne Grüße an meine Tochter an dieser Stelle. Ja, ich werde jetzt hier weiter das Rauschen der Ruhr genießen. Ihr hoffentlich auch. Und so würde ich sagen, geht's erstmal weiter. Hier zeigt sich die Natur auf jeden Fall von seiner allerbesten Seite. Hier vor mir rauscht die Ruhr. Hier auf der anderen Seite die ganze Zeit Felsen, noch und nöcher. Teilweise hier mit Moos bewachsen, Sträuchern oben drauf, Bäume oben noch dran. Und wenn ihr euch mal überlegt, also ich stehe jetzt relativ nah. Hier ist noch so eine kleine Senke. Wenn man überlegt, wie hoch alleine dieser Fels hier ist, dann ist das doch schon
absolut faszinierend. Man könnte bestimmt auch da oben reingehen und sich da mal hinsetzen. Aber hier ist Naturschutzgebiet, das mittlere und obere Ruhrtal. Und da werde ich natürlich die Wege nicht verlassen. Solltet ihr an dieser Stelle auch nicht machen. Und hier, wie gesagt, auf der anderen Seite fließt die Ruhr richtig wild. Mündet höchstwahrscheinlich dann in den Ruhrsee. Da darf man zum Beispiel auch wieder Kanu fahren. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, da mal eine Tour zu machen. Aber jetzt kommt erstmal die frischere und kühlere und kalte Jahreszeit. Und ganz ehrlich, da muss ich mich nicht unnötigerweise quälen. Ich könnte jetzt theoretisch auch die Handschuhe weglassen. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, ich muss es mir nicht unnötig schwer machen. Ich möchte hier eine entspannte, angenehme Tour haben, ohne mich hier durchzuquälen. Ich möchte einfach die Natur genießen und einfach, ja, die Bilder sprechen lassen. Da oben schon wieder so ein riesiger Fels, der da rausragt. Also, Vögel fliegen ja. Ach, toll, 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 toll. Da macht auch dieser, ja, normale, in Anführungsstrichen, Wanderweg oder Forstweg überhaupt nichts aus. Du hast hier auf beiden Seiten so viel zu entdecken. Es passt alles perfekt. Da schaue ich nichts an, einfach in den Wald hinein, hier in diese Richtung, lausche dem Rauschen der Ruhr und was sehe ich da? Den ersten Baum, den ich wirklich aktiv wahrnehme, wo die Blätter schon richtig gelblich, bräunlich sind und für mich, ja, so den Herbst, wo der Herbst so ein richtiges Hallo sagt, ich bin da, das ist wirklich jetzt so ein Moment, das finde ich gerade richtig toll irgendwie. Ich war ja letzte Woche mit der Alexandra im Sauerland unterwegs. Da ist mir, glaube ich, kein Baum aufgefallen, der irgendwie schon so richtig gelb war. Vereinzelt mal ja, aber jetzt so in der Menge auf jeden Fall noch nicht. Ja, hallo Herbst, herzlich willkommen in der Eifel, würde ich sagen. Auch wenn ich nicht gläubig bin, aber ein Blick in solche kleinen Kapellen, das muss man einfach mitnehmen, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen dann, wenn die Tür schon aufsteht. Denn wie oft wollte ich mal einen Blick reinwerfen in eine Kapelle oder in eine Kirche und da waren die Türen verschlossen. So blickt mir dann entsprechend der Blick verwehrt. Ja, macht aber auch nichts. Diesmal war sie auf jeden Fall offen. Richtig urig, so ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Mit den farbigen Fenstern, das finde ich auch immer richtig toll. Ich glaube, das ist so eine richtige handwerkliche Meisterleistung, genauso wie das Dachdecken. Also wenn ich überlege, in Solingen gibt es so viele Häuser, die mit Schiefer behangen sind, sage ich jetzt mal. Und da sind teilweise Muster drin, Pferde drin, Schwerter drin, Klingen drin, Schleifsteine drin und so weiter. Das ist schon echt faszinierend, ne? Also finde ich auf jeden Fall echt beeindruckend. Rastmöglichkeiten gibt es hier auf meiner Tour definitiv genug. Unglaublich schöne Natur hier im Hintergrund und überall um mich rum. Aber gleichzeitig auch, wird ein bisschen was erzählt über die Geschichte. Hier unten steht auch symbolisch ein belgischer Zöllner, der hier in der Geschichte, die jetzt auf dem Plakat abgedruckt ist, erzählt, wie er 1946 einer Familie die Durchreise nach Deutschland am Heiligen Abend nicht gewähren durfte, weil eins der Kinder halt keinen Passierschein hatte. Und vielleicht kann man es im Hintergrund sehen, da hinten verläuft der Fennbahn-Radweg. Das ist im Prinzip die Grenze von Deutschland zu Belgien. Und in dem Text steht drin, dadurch, dass die Grenze zwar im Prinzip noch da ist, aber Belgien, Deutschland und viele andere Länder mittlerweile im Schengen-Raum sind, ist eine Passkontrolle nicht mehr notwendig.
kennt ihr diesen Geruch eigentlich auch von alten Bahnschienen, die so richtig irgendwie mit Teer versetzt waren. Ich glaube, das dürfte sowas Ähnliches sein hier. Ja, das riecht ganz genau so. Ja, und das passt echt wirklich symbolisch auf den Fennbahnradweg. Herzlich willkommen. Richtig toll ausgebauter Radweg, offensichtlich. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer der hat und ob der ja irgendwann mal für mich relevant werden könnte. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist das mal abgespeichert. Ich habe ja oft das Problem, ich bin in Gegenden unterwegs und sage im Video, ja, ich merke mir das und ich mache das bei Zeit mal. Aber dann denke ich mir wieder, was war denn das nochmal? Was hast du da gesagt, wo du mal Radfahren wolltest oder wandern gehen wolltest? Ja, und so ist es dann im Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Macht aber auch nichts. Aber schönes Eckchen hier. Kann man echt nicht anders sagen. Ne? Ein weiteres Highlight auf meiner Wanderung. Oben habt ihr gerade gesehen, das Kreuz im Venn auf dem Felsmassiv. Ja, und hier oben die Statue im Fels drin. Richtig cool, finde ich richtig toll. Auch wenn ich hier, wie gesagt, nicht gläubig bin, aber dennoch ist sowas einfach so schön auch anzusehen. Ne? Ja, das ist so ein Gefühl von Ruhe, Stille aktuell hier. Ich weiß nicht, wie es jetzt über den gesamten Tag hier aussehen wird, wie viele Leute hier hin pilgern, sag ich mal, aber aktuell hast du wirklich deine Ruhe hier. Das Rauschen der Blätter, da hinten der Vogel, der ein bisschen am Meckern ist. Aber sonst ist hier Ruhe. Schön. Sowas wie der Grenzstein gerade von Deutschland und Belgien. Das sind diese kleinen Highlights, die für mich ja die Wanderung zu etwas Besonderem machen. Für viele ist das vielleicht einfach nur ein Stein, der da steht und die Grenze markiert. Ja, ist im Prinzip auch so. Aber irgendwo ist es für mich auch was Besonderes. Ist halt auch ein Highlight irgendwie, so ein kleines zumindest. Ne? Man weiß, man läuft hier im Prinzip an deutsch-belgischer Grenze parallel entlang und könnte im Prinzip mit einem Schritt auf deutsche Grenze und mit dem anderen Fuß auf die belgische Grenze. Irgendwie hat das was, irgendwie hat das einen Charme. Kurz den Fennbahnradweg gekreuzt, geht es jetzt hier auf deutscher Seite weiter Richtung Monschau. Und das, was ihr hier neben mir fließen hört, ist noch nicht die Ruhr. Die kommt gleich, aber von einer anderen Perspektive und da freue ich mich schon drauf. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass ich versuche, die Wege so zu planen, dass ich immer etwas Neues sehe, hatte ich ja eingangs schon mal gesagt. Aber ich finde es interessant, diesen Fluss oder diesen Bach oder wie auch immer man den jetzt bezeichnen möchte, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite zu sehen. Denn auf dem Hinweg, das würde ich mal sagen, war auf jeden Fall Radweg. Aber auf der anderen Seite, das werden solche Wege sein wie hier und vielleicht auch noch ein bisschen steiniger und ein bisschen matschiger. Lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, das Rauschen hier schon wieder zu hören. Toll, guckt euch das an hier. Manchmal braucht es gar nicht so viel Highlights, dass man sich daran erfreuen kann. Aber es macht natürlich auch so, ja, so den Reiz aus, so das Besondere. Und ich weiß, da kommt gleich auch noch ein Höhepunkt. Den möchte ich aber noch nicht verraten. Da müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Und so geht es hier erstmal weiter. Thank you.
Was braucht es, um einen wundervollen Ausblick zu haben? Ganz genau, Höhenmeter. Da ging auf jeden Fall jetzt einige nochmal ordentlich nach oben für einen granatenmäßigen Blick. Ja, in die Natur rein. Das Rauschen der Ruhr konnte man auch hören von der Ehrensteinslei. Die habe ich jetzt mittlerweile wieder verlassen. Und jetzt steuern wir auf Monschau drauf zu. Da freue ich mich schon drauf. Diese ganzen Fachwerkhäuser und so weiter. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe ihr auch. Ich war vorher noch nie da. Von daher wird das hier heute quasi eine kleine Weltpremiere werden. Die malerische Kleinstadt Monschau in der Eifel ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt und Fachwerkhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Stadt grenzt an die deutsch-belgische Grenze und liegt im engen Tal der Ruhr und ist von Wäldern und Hügeln umgeben. Die Burg Monschau sowie das Rote Haus geben einen Einblick in längst vergangene Zeit. Senf gibt es im Übrigen auch in Monschau, nämlich im Senfmuseum. Dort kann der traditionell hergestellte Senf probiert werden. Ich habe ein kleines Café gefunden hier direkt an der Ruhr und hier ist auch diese ganz bekannte Brücke. Im Prinzip dieses Foto macht der Ruhr entlang mit den entsprechenden Häusern. Da sind so viele Leute schon drauf gewesen und ich habe die beobachtet, die da Fotos machen. Ich möchte mich da ja nicht von ausschließen, aber es ist trotzdem ein bisschen amüsant, die ganzen Leute zu sehen. Ob jung, ob alt, ganz egal. Also hier ist wirklich alles durch die Bank vertreten. Machen alle im Prinzip dieses gleiche Foto. Ne? Ja, ihr seht hier Pfannkuchen, herzhaft, nee, nicht herzhaft, süß mit Zimt und Zucker. Cappuccino noch, den lassen wir jetzt schmecken und dann sehen wir uns gleich. Hoch oben über Monschau throne ich jetzt und laufe einige Kilometer bis zu meinem Zielpunkt zurück, nämlich dem Wanderparkplatz. Und ich konnte es mir auch nicht nehmen lassen, ein frisch gebackenes Steinofenbrot noch mitzunehmen. Und dieser wundervolle Ausblick hier nochmal auf Monschau zurück. Richtig schönes kleines Städtchen, richtig, ja, richtig rustikal, urtypisch. Gefällt mir richtig gut. Es ist natürlich so ein touristisches Highlight, ne? Das ist halt Remi Demi da unten. Da macht jeder Fotos, trinkt was, isst was, macht hier und macht da. Ja, aber soll ja auch so sein, ne? Ich meine ganz ehrlich, da ist ja nicht mitten irgendwo in der Wildnis hier. Das ist halt ja, ein kleines Städtchen, was halt Touristmagnet ist, ne? Von daher, das passt schon alles. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass heute noch ein bisschen die Sonne rauskommt. Aber hier lässt sie sich leider nicht blicken. Ich brauche schon wieder kalte Hände. Aber der Aufstieg jetzt gerade hier hoch nochmal auf den Kierberg, der hat es nochmal ordentlich knackig in sich. Aber ich denke, damit dürften die größten Höhenmeter erledigt sein. Und von daher, ja, würde ich sagen, wir harren der Dinge. Hier geht es erstmal heiter weiter zurück zum Auto. Herzlich willkommen zurück am Wanderparkplatz. Und ich kann echt sagen, das war wieder einmal. Wer hätte es gedacht, in der Eifel eine wundervolle Wanderung. Mit toller Natur, tollen Aussichten, ein bisschen was Leckerem zu essen und das leckere Steinofenbrot. Da werde ich, wenn ich es nicht vergessen sollte, im nächsten Video mal drüber berichten, wie es geschmeckt hat. Wenn ihr diese Tour, und das empfehle ich euch, mal nachwandern wollt hier in und um Monschau, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der entsprechende Link zu Komoot. Und ja, für mich bleibt einfach nur zu sagen, mit dem Rauschen der Ruhr, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren. Und ja, mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.